Hallo, hallo, hallo. Einen schönen, ja, bei mir ist es Samstagmorgen. Bei euch irgendwann wahrscheinlich Sonntag oder die Woche drauf. Willkommen zur nächsten Mission von Crusader No Regret. Wir sind in der 6. Mission, glaube ich. Und wir haben gerade eben, was heißt gerade eben, das letzte Mal einen richtigen Coup gelandet. Wir haben nämlich die Gefangenen des WC befreit und schau, schau, darunter ist auch unser ehemaliger Kommandeur, Colonel Eli oder Eli, wie er, glaube ich, in dem Video oder in dem Spiel eigentlich genannt wird. Und eine, Doktor irgendwas, der Name fällt mir gerade leider nicht ein, aber das hören wir ja gleich, die zusammen in einem Gefängnis der Mondbasis gefangen gehalten worden sind. Und jetzt hören wir uns einfach mal an, was die Leute in unserer sehr professorisch eingerichteten Rebellenbasis so zu sagen haben. Sie müssen sie während der Silencer-Ausbildung schwer rangenommen haben. Ich habe noch nie gesehen, dass einer so stark gekämpft hat, wie Sie das tun. Sie sind doch kein Androide, oder? Haben die etwa an ihren Genen rumgespielt? Ja, an den Genen rumgespielt haben sie schon ein Stück, eigentlich. Wer den ersten Teil verfolgt hat. Gut, hören wir uns mal an, was die hier zu sagen hat, die unbekannte Frau. Danke, dass Sie mich rausholten. Ich bin Professor Cicada. Ich bin Leiterin der Lunaren Forschungsabteilung. Unsere Station ist vor 4 Jahren eingerichtet worden, um neue Energiequellen zu finden, weil der Kongress der Ansicht ist, dass man sich nicht von Dicor abhängig machen soll. Wissen Sie, wir haben inzwischen sehr große Fortschritte erzielt. Man könnte sogar sagen, wir haben jetzt den Durchbruch geschafft. Aber Direktor Leach hatte einen Spion unter den Forschern. Das nehme ich an, weil gestern LMC-Wachen in die Station eingedrungen sind. Sie töteten alle Forscher außer mir und stahlen die Forschungsunterlagen. Dr. Cicada, stimmt ja. Und ich habe ein Auge auf dich. Das letzte Mal, als ich eine Frau aus der Gefangenschaft befreit habe, hat es nicht wirklich gut für mich geendet. Oder für den Widerstand. Also, mach nur nichts Böses. Nun gut, dann hören wir uns mal an, was unser guter alter Kumpel Eli zu sagen hat. Danke, Captain. Das war eine vorbildliche Rettungsaktion. Nur könnte es unglücklicherweise unser Ende bedeuten. Meinen Quellen zufolge hat Direktor Leach ihre besten Truppen auf uns gehetzt. Sieht beinahe so aus, als wären ihr Professor Cicada und Colonel Eli eine Menge wert. Ich würde sagen, die beste Strategie ist es, sie von uns abzulenken. Haben Sie einen Plan, Colonel? Am besten wir stoppen die Produktion von Dicor. Dann wird das WEC Druck auf sie ausüben und fordern, dass sie die Produktion wieder zum Laufen bringt. Wie wär's, wenn jemand einen Erzseparator hochjagt? Damit wäre ein 2-monatiger Dicor-Vorrat weg. Das würde sie aus der Bahn werfen. Da sie von Dicor abhängig sind. Das könnte unsere einzige Chance sein, den Spieß umzudrehen. Captain, dringen Sie in die untersten Dicor-Minen vor. Sprengen Sie den Erzseparator mit einem Fusionspack. Zum Glück konnte der Kontakt zu Torch, unserem Sprengexperten, wiederhergestellt werden. Er kann sie durch die Minen führen. Viel Glück. Wir zählen auf Sie. Nehmen Sie, was Sie brauchen und ab in die Schnellbahn. So, so, eine kleine Sabotageaktion. Nun gut. Hoffentlich wird es nicht so krass wie die letzte Mission. Ach ja. Wie war das, ein Enforcer-Regiment ist jetzt auf dem Weg zu uns? Stirb! Törichter Narr. Da ist eine Kamera. Sind da 2 Stück? Okay. Ach du Scheiße. Okay. Verdammt. Das fängt ja schon mal gut an hier. Ich brauche Energiezellen. Gib mir Energiezellen.
Ich hab das größte Schild. Leute, ich hab die große Batterie gefunden da oben. Ich bin so froh. Ja, großes Schild. So. Immer schön auf unsichtbare Laser achten. Na gut. Da ist ein Raketenwaffe. Ich will den Kill, wenn sich der Geschützturm ein bisschen zurückdreht. Puh, das war Glück. Okay. Warnung, Sie betreten eine Geiselbeutungszone. Eieieiei. Ich hab die Shotgun-Munition dabei. Super, und die Leiche wurde weggesprengt. So ein Fu. Okay, ich habe da irgendwas ausgelöst. Nachricht. Hey, Killer! Lang nichts mehr von Ihnen gehört. Ich musste zwei LMC-Wachen auf die Schnelle erledigen, die mir auf den Fersen waren. Hören Sie gut zu. Da gibt's eine Abzweigung, die ist genau nördlich von Ihnen. Nehmen Sie auf jeden Fall den östlichen Korridor. Der westliche wäre ein sicheres Todesurteil. Dort ist eine neue Förderungsstelle. Das Stahlkorps liegt offen da. Torch aus. Ja, das ist aber auch etwas ungeschickt, dem so einen riesen Bohrer in die Hand zu geben. Also, ja, auch. Minenfeld, das ist eigentlich gar nichts Problem. Okay. Ich soll also östlich gehen, alles klar. Ja. Ja, ist recht. Oh, die füllen nicht mehr ein Drittel der Energie, oder? So sieht es zumindest gerade ein bisschen aus. Ich glaube, ich mach das so. So. Jetzt ist erstmal Ruhe. Oh, ich hab so Angst, dass die Mission genauso krass wird wie die letzte. Wenn nicht sogar krasser. Okay. Das ist doof, meine Linkstaste ist nämlich ein bisschen kaputt. Na komm her, du Drecksviech. Ah, toter Winkel. Hä? Was ist denn heute los, sag mal? Das läuft ja alles andere als gut. Oh. Da ist noch eine Kamera da hinten. Ich soll vielleicht erstmal die Minen kaputt machen. So. Okay. Die Minentür vor Ihnen öffnet mit Code 22. Hier liegt was im Schrank. Die Waffe habe ich. Was war denn das jetzt? Oh Mann, alle verbrennen und es explodieren und ich kann sie nicht looten. So etwas hasse ich. Ich kann auf nichts richtig vernünftig schießen. Okay, lasst uns das mit einer Spinnenmine klären.
So. Was ist denn da unten? Ah, so. Okay, Energiezellen, das ist schon mal sehr gut. Wow. Au. Geronimo. So. Okay, da ist irgendwas ausgegangen. Wieso haben die Leute, die mit Laser schießen, Shotgun-Munition dabei? Nun ja, lasst uns nicht zu sehr darüber nachdenken. Schauen wir mal, was da oben ist. Hä? Ach komm, was ist denn jetzt los? Langsam regt es ein bisschen auf. Ich will nur so ein bisschen Schalter schießen, so. Ach so, das ist das Nördliche. Das heißt ja theoretisch, dass... Oh, ich bin ein Idiot. Das ist dieser andere... Dings da unten. Hallo? Ich darf hier nicht mehr reinlaufen, echt nicht. Dass das hier unten gar nicht die Stelle war, die er gemeint hat. Und ich mich da mal umgucken kann. Doch. Aber da möchte ich auch gerne lang. Naja, ich meine, gegeben den Umständen, dass ich kaum Energiezellen und Medpacks und so ein Zeug habe, soll ich vielleicht doch darauf verzichten und den Weg hier nehmen. Was ist denn heute los hier? Echt Wahnsinn. Voll die Steuerungsprobleme. So. Okay, wir haben mehrere Mechs. Da vorne liegt der Raketenwerfer, den will ich aufnehmen. Ich traue dem ganzen Frieden hier ehrlich gesagt nicht. Sehr schön, okay. Was haben wir hier? Ladenetzwerk, Sicherheitssystem aktiv. Ha. Raketenwerfer AR-7. Ah, ich habe bloß ein Magazin von dem. Na gut. Sie haben jetzt das neue Morph-Sicherheitssystem aktiviert. Schönen Tag noch. Au. Solche Arschlöcher. Eine Energiezelle noch. Klasse. Das ist bestimmt ein Raketenwerfer. So wie diese Kisten rechts positioniert sind. Ah, doch nicht. Macht euch erstmal mit. Kiste ist kaputt, das ist auch sehr toll. Ach Gott. Ach ja, ich kann mal vielleicht ganz kurz meine Missionsbesprechung angucken, weil da manchmal noch so ein paar andere lustige, interessante Infos drin sind. Earth Separator. Finden Sie den Erzseparator auf Ebene 6, platzieren Sie das Fusionspack auf dem Ladeband. Verlassen Sie das schnell das Gebiet, ja. Das glaube ich. Jedes Mal, wenn es um Fusionspacks in dem Spiel geht, dann... Okay, ich habe zwei Fragen. Erstens, wie kommen die da rein? Ich habe sogar drei Fragen. Zweitens, haben die nicht irgendwann mal Hunger oder das Bedürfnis aufs Klo zu gehen? Und drittens, was machen drei Männer in einer dunklen Kammer? Ha! Not judging you. So. Sie betreten eine Spannungszone. Betreten auf eigene Gefahr. Ja, babababababab. Ich sollte auch keine Deckung hinter den Dingern eigentlich holen. Mit den Explosivfässern. Wobei, das wäre glaube ich nicht mal so schlecht, wenn ich die hier... So, jetzt kommt nämlich
ich dir auch nicht her. Und jetzt kann ich auch die Minen loslassen. Aber gerade das Ding hier möchte ich auf jeden Fall kaputt machen. Frage ich jetzt nur, ob das Teil schildgeschützt ist oder nicht. Schnell speichern. Schauen wir kurz nach. Ah, ist schon kaputt. Hihi, wunderbar. Ach ja. Ja, komm, so. Oh, jetzt ist der Schalter kaputt. Das war bestimmt irgendein cooles Secret. Wieder vorrollen? Nein. Das ist ja unfair. Ich wette, hier wäre normalerweise irgendwas und auch da oben. Na gut. Auf zur nächsten Ebene. Halten wir jetzt nicht so lange hier unten auf. Nachricht, genau. Oh. Ja, ich weiß, dass du eine Nachricht schon hast. Die schaue ich jetzt auch an. Hey, Silencer, nehmen Sie das Förderband östlich von Ihnen. Das ist eine Abkürzung zur Aufbereitungsanlage. Aber ändern Sie unbedingt die Laufrichtung des Bandes, oder Sie erleben am eigenen Leib, wie giftig dieses Teufelszeug Dicor ist. Mann, ja, nicht aufgeben. Sie haben es doch bald geschafft. Torch aus. Yo, Mann, ich werde voll krass in deiner Hood das Förderband umlenken, yo. So, der ist hier rüber. Hat. Irgendwie muss ich immer bloß östlich laufen. Nicht nördlich oder... erst recht nicht nördlich. Bildschirm wechselt dich so. Schnell speichern. Wie machen wir das jetzt am schlauesten? Ich glaube, ich mache das erstmal so. Damit ich den Blick... ich sehe schon, da wird Schildenergie produziert. Ey, was würde ich nur ohne Spinnenminen machen, echt? Gerade ging meine Linkstaste wieder nicht. Ich bin halt irgendwie so doof. Keine Ahnung. Irgendwie mag mich das Spiel heute nicht. So, den letzten machen wir auch noch. Hey, irgendwie ist der Silencer voll feige, oder ich? Ich sollte mich Mann zu Mann dieser Kanone stellen. Oder Maschine zu Mann. So, ich habe auch schon gehört, wie das Schild ausgegangen ist. Und jetzt rennen wir da mal rein. Bisschen kann man Ding verarschen. So. Das ist kaputt. Kaputt. Veteran ist nicht in der Lage, dem Kontrollbefehl zu folgen. Oh, schade. Ich hätte einen Veteran gehabt. Schade. So, jetzt müssen wir mal schauen. Ich kann ihn sicherlich von hier irgendwie beschießen, wenn er mal kommt. Genau. Kann ich noch looten? Ah, ich kann ihn nicht looten, schade. So, und der hier... Das sollte eigentlich auch fast gehen. Genau, wunderbar. So, wie komme ich jetzt da hoch? Ich glaube, ich sollte... am optimalsten... das hier machen. Ich hätte es anders machen sollen. Verdammt, ich hätte es da lassen sollen. Das kann jetzt natürlich kritisch werden. Jetzt komme ich ja nicht mal hoch.
Ja, die Kisten in diesem Spiel hassen mich auch. So. Ah, weil ich hätte auf die Kiste gehen können, dann da drüber springen können. Verdammt, jetzt habe ich es versaut. Hm. Aber irgendwie muss es ja noch einen anderen Weg geben, ne? Ja, ja, das wissen wir. Ha. Ah, da ist ein Schalter. Oh, ich mach's einfach so. Da passiert nichts. Ich will da hoch. Wobei ich nicht weiß, ob ich die Abkürzung wirklich nehme. Okay. Ja, weg! Ah, shit. Ich hab gedacht, ich schaff's noch. Ach, naja, was soll's. So, das da oben haben wir auch noch kalt. Ja. Ah, jetzt muss ich die Raketen davon. Das sehe ich gerne. Oh, Schnitt geschützt auch noch. Harr. Es ist so laut. Wow. Ja, die füllen echt kein Drittel mehr. Normalerweise haben die Energiezellen immer ein Drittel des kompletten Balken gefüllt. Ja, das machen die jetzt nicht mehr, das ist schlecht. Die Minen wurden wegen eines Eindringlings erneut geschlossen. Der Zugangscode ist jetzt 16. Irgendwie sind denen ihre Zugangscode immer zweistellig. Schlecht geschützt. Können wir einen Sidestep machen? Genau, da ist eine Rescherkanone. Sicherlich, wie immer, schildgeschützt ist. Nein, nicht mal. Ui, ich bin begeistert. Oh, oh. Fuck. Au. Das war wieder mal so eine... Oh Mann, verdammt schlechte Aktion. Okay, ich will da auf jeden Fall rein. Wa? So nicht. Das haben hier rote Keycard bloß, okay? Ach, wisst ihr was? Ich speichere auch lieber mal normal. Nicht, dass wieder irgendwas total Doofes passiert. Oh, da ist Daikor. Ficken. 4 Medpacks noch.